Hey yo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Yu-Gi-Oh! Death Pro. Heute spielen wir mit einem Gishki-Deck. Das ist ein Fusionsdeck. Ein Ritualdeck meine ich natürlich. Ups. Ich hoffe, man hat mit der Sache nicht wie immer halt, ne? Und ansonsten würde ich sagen, wir legen direkt mal los. Ich hoffe, ich habe mein Deck, naja, recht gut zusammengestellt. Ich habe auch wieder, wie ich sehe, nicht wirklich viel, heißt nochmal hier, extra Deck reingetan. Nur also das Standard Zeug halt. Anscheinend auch nur einmal. Ich hätte ruhig ein paar mehr reintun können. Na gut. Wir haben eigentlich eine recht angenehme Hand bekommen. Wir haben sogar schon die. Ja, wir haben das Ritualmonster schon. Jetzt brauchen wir nur eigentlich die Ritualbeschwörungskarte. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Okay, haben wir die Möglichkeit, uns die Ritual-Zauberkarte zu holen? Nein, haben wir nicht. Aber deswegen werden wir erstmal Typhoon aktivieren und seine verdeckte Karte zerstören. Das ist ein Ruf der Gejagten. Das ist doch ganz in Ordnung so. Und das ist natürlich schade um dieses Monster. Wenn ich das jetzt beschwöre, geht sein Effekt flöten. Aber hey, was soll's. Bisschen Schaden zufügen. Bei dem Gishki-Deck gibt es halt so besondere Karten, wie zum Beispiel dieser Gishki Vision. Der hat halt zwei Effekte. Der erste wäre, dass man den als kompletten Tribut benutzen kann für das Ritual. Das andere wäre halt, dass man ein Ritualmonster, wenn man den abwirft, auf die Hand hinzufügen kann. Aber da ich das Ritualmonster schon habe, brauche ich das nicht. Und wir bekommen Salvage. Bringt mir gerade auch nichts. Salvage holt mir, oder reparieren auf Deutsch, holt mir zwei Wassermonster mit 1500 Angriff oder weniger auf die Hand zurück vom Friedhof. Allerdings haben wir nicht. Okay, tja, ich glaube, wir aktivieren mal den Spiegel. Und wir benutzen. Sollen wir uns alle verdeckten Karten anschauen oder sollen wir die zwei obersten Karten von uns in eine beliebige Reihenfolge wieder ranlegen? Ich würde sagen, wir schauen uns seine Karten an. Was hat denn der so Tolles? Ah, interessant. Interessant. Ja. Gut, dann würde ich sagen, greifen wir einfach mal an wieder. Er hat ja nur die ernste Warnung. Ist doch ernste Warnung? Genau, ernste Warnung. Haben wir kein Problem mit. Ernste Warnung und Wildtap. Abhören. Ja, okay. Na, danke für die 1000 Lebenspunkte. Die nehmen wir immer gerne. Und das ist ein Monster, das ich nicht kenne. Ach, Getriebe. Das Deck hat der. Okay. Und da bekommt der. Ah, ich hasse den Typen. Ich hasse Getriebe-Decks. Ich mag den nicht. Die sind so ein bisschen ekelhaft, ne? Ja, er hat halt eine Störung. Er kann die abbrechen mit Wiretap. Mal gucken. Deswegen, was kann das genau? Ach, egal, komm. Lass das mal durchgehen. Hier ballte ich die Karte noch ein bisschen, bevor der da halt so ein Shit macht. Ja, okay, legt ab und ich verstehe nicht genau, was das macht. Ja. Ah, okay, ich verstehe. Der Getriebe-Riese X. X. Mittlerweile habe ich einen neuen Schreibtisch. Aber habe ich das schon erzählt? Doch, ich hab's schon erzählt. Doch, hab ich schon. Ich bin mir ziemlich sicher. Uff. Meine Karten sind gerade nicht ganz so toll. Muss man sagen. Muss man leider sagen. Ich bräuchte die Ritual-Zauberkarte. Egal, machen wir. Wir holen uns eine Karte. Jetzt macht er die ernste Warnung wahrscheinlich. Komm, mach. Boah, bitte mach das. Das wäre so Hammer. Das wäre so ein genialer Bait einfach nur. Komm, du willst es tun, ich weiß es. Ah, komm. Ja. Vielleicht ein bisschen. So, ernste Warnung.
Wie ist das? Ja. Gut. Ist jetzt nicht schlimm. Denn er hat die Karte quasi verschwendet. Dann können wir uns erstmal in Verteidigung packen. Und werden unseren Zug erstmal hier. Ja, dann können wir schon mal gleich ohne Probleme unseren Gishki Zilgigas rufen. Das ist doch schon mal was. Sein netten 3200 Angriff. Jetzt müssen wir noch hoffen, dass wir nächstes Mal die Ritualzauberkarte ziehen oder eine Karte, die die Ritualzauberkarte beschwören kann. Zum Beispiel, da gibt es ein anderes Gishki-Monster, das mir die holen würde. Mal schauen, ob ich die bekomme. Er legt die zweite Karte ab, damit er die da hat. Ja, das ist das Bike, ne? Ne, das Getribiano. Getribiano. So war das, genau. Ja, ja, so ein komischer Name. Was kann der? Was kann der? Ah. Ich verstehe. Ziemlich viele Karten auf der Hand, ne? Jo. Autsch. Das ist stark. Das war ja Tablet natürlich immer noch. Ich weiß, dass es da ist, aber wir werden jetzt schon mal los. Aber mein Deck wird durchgemischt, das ist schon mal gut. Hm. Dieser Goyo Guardian ist echt stark. Also dieser Effekt ist echt nice. Na gut, in Verteidigungsposition geht. Warum hat er mit dem nicht angegriffen? Warum hat er mit dem nicht angegriffen? Na gut, das soll mir egal sein, das passt. Aber. Hä? Egal. Komm, bitte jetzt Zauberkarte. Ja! Würde ich sagen, wir aktivieren das Trigger. Ich gehe zügiger, stehe als Opfer. Bam! Bam, bam, bam! Bam, 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 bam! Warte mal. Du kannst diese Karte vom Friedhof ins Deck mischen, um einen. Achso. Okay. Ach, das einzige Monster, das nicht damit funktioniert. Danke. So, der ist schon mal weg. Dann in Phase 2. Er hat geschrieben, good game, next turn, aber was meint? Oh Gott, was kann der jetzt? Das ist bestimmt. Nein, ich weiß, dass das kommt. Honor Arc, ja, natürlich. Oh nein. Nein, 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 uncool. Ist verloren? Ich hab verloren. Nein, ich hab nicht verloren. Quatsch. Quatsch, 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 Quatsch. Ja, Tragödie rufen halt immer. Bisschen Schaden vermeiden. Danke. So. So, so, so. Wollen wir noch eine Chance haben? Spiegelkraft. Setzen wir mal. Wir hätten zwei Wassermonster für die. Ja. Oh, bringt jetzt das los. Wir machen es einfach mal. Wir holen uns da was auf die Hand. Und zwar. Das ist schwer jetzt. Hier ich bin.
Wir holen uns die beiden. Denn ich werde einfach dann den Effekt von den Kollegen hier nutzen. Und hol mir Zielgigas wieder auf die Hand. Dann benutze ich seinen Effekt. Ja. Leider war es das schon. Ah, fuck. Ah, ich meinte natürlich Fisch. Ne? Ah, es ist ekelhaft. Ich glaube, Ritualdecks sind generell ziemlich tot mittlerweile, aber ich weiß es nicht. Eigentlich sind die voll cool. Aber Synchron X und Z ist einfach stärker. Das geht schneller einfach. Hm. Das macht er jetzt schon wieder. Noch eine Honor Arc eventuell, um noch ein Monster von mir zu bekommen. Ne? Wollen wir das vielleicht so machen? Ja, mal gucken. Wenn du dieses verdammte Gishki-Monster auf dem Friedhof wärst, könnte ich es direkt wieder beschwören. Ist ja kein Problem. Und es kommt eine. Ne, es ist keine Ahnung. Das ist der Getriebe-Riese nochmal. Mit Lags als Bonus kommt er. Er hat so ein paar Bonus-Lags. Ich glaube, ich baue mal ein Getriebe-Deck zusammen. Das scheint so sehr stark zu sein. Also, man kann irgendwie extrem viel Beschwörung machen. Die Karten auf die Hand holen, alles. Doch, auf 6 Karten, ich habe eine. Ja, Serious Shit is Serious. Aber hey, immerhin habe ich jetzt mal. Ach ja, der belebt das. Oh, was ist das jetzt? Der Idiot, der Penner, Alter. Okay, er hat gewonnen. Nee, kann er nicht. Kann er nicht. Oh, geil. Geil. Ob ich ein Ritualmonster für eine Ritualbeschwörung benutzen kann? Das ist ja meine einzige Hoffnung jetzt noch mit Gishki 10 Gigas. Ja, er ruft zwei Monster. Wir können aber beide nicht angreifen. Er kann jetzt keine Battlephase machen. Wenn ich es jetzt schaffe, einen Gishki-Ziel Gigas aufzurufen, dann kann ich seinen gesamten Shit zerstören. Das wäre Hammer. Naja, verzieh du dich mal, das wissen das schon, das ist das Übliche. Komm, bitte. Bitte funktioniere. Nein, was ist das? Was ist das? Was macht er jetzt? Mhm. Getriebeauto mal wieder. Eigentlich das Zahnrad, das dann im Auto fährt. Super. Herzlichen Glückwunsch. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Wir haben uns wieder. Ah, nee, der geht ins Deck. Fuck, der geht ins Deck. Nein. Nein. Ich dachte, ich kriege die Ritual-Zauberkarte. Ich habe es vollkommen vergessen, dass andersrum ist. Nein. Oh, das ist doof. Ich habe Mist gebaut. Ich habe noch eine Spiegelkraft, ob die mir weiterhelfen. Ja. Nein, keine Ahnung. Oh, ich habe gerade unbedingt gefreut und dann ist es der falsche. Ah, okay. Würde der eventuell machen. Hätte er die Güte dazu. Dass ich weitermachen darf. Ich bräuchte nur ein Monster mit 2-7. 2-7 würde so locker reichen, um ihn zu vernichten. Aber nein. Es ist ja zu viel verlangt. Oder? Oh ja.
Ich habe jetzt eingeschlafen. Also, dann passt mir die Zeit. Ah, ist ja nicht schade. Schade, schade, schade. Hm. Wenn er das Wiretap nochmal hat, dann wäre es echt ekelhaft. Dann habe ich verloren. Wenn er es nicht hat, dann habe ich gute Chancen. Dann kann ich alles von ihm zerstören. Allerdings werden wir den Kollegen setzen. Aber in den Zug. Wenn wir Glück haben, dann greift er an. Ich kann meine Spielkraft aktivieren und er hat nichts dagegen. Wenn wir Glück haben. Oder wir haben Pech und er hat Wiretap da liegen. Und wirft uns die Spielkraft wieder ins Deck zurück. Was gar nicht so toll wäre, muss ich leider sagen. Ach, diesen ganzen Nachschub, den der an Monstern hat. Wie viel hat der? Hat gar nicht so viel im Friedefest. Alles wieder rausgeholt immer wieder, ne? Ja, hat er. Ist natürlich doof. Was kommt jetzt? Jetzt kommt der Ghost Emperor. Okay. Okay, er kann sich wieder Karten ins Deck mischen. Oder ein Monster Deck beschwören. Ja, er mischt sich die Karten ins Deck. Klar. Natürlich. Und eine Karte anziehen noch. Ja, der Ghost Emperor hat schon einen geilen Effekt, muss man sagen. Ja, 1, 2, 3. Ach so, ein holt er sich wieder. Oh, danke für die Lebenspunkte. Wieder der Kollege, er ist ein anderer. Ja. Das ist der andere. Der Brüder des Martin gucken in andere Richtungen und haben umgekehrte Werte, sehe ich gerade. Das ist nett. Und es kommt Alucard. Das ist so fucking ekelhaft jetzt, ne? Das ist so fuck. Meint das ernst? Meint ihr das ernst? Wenn er, also der müsste echt Wiretap haben, sonst würde, könnte er sich so sicher sein. Bitte, 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 kein Wiretap. Bitte, 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 komm schon. Bitte, bitte, bitte. Ah, ich wusste es, verdammt. Damit haben wir verloren. Ah, so ein Kartenmisch, ich habe nur einen einzigen Ritualzauberkarte bekommen, Mann. Ah, okay. Okay, okay. Das war's leider mit der Runde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen, wie ich mecker. Wenn dem so ist, könnt ihr gerne Wert unterlassen. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.